Hallo YouTube, herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Ich werde euch zeigen, wie man kostenlos ganz leicht Microsoft Word und Microsoft PowerPoint und Excel umsonst bekommt. Dafür müsst ihr einfach nur in den Descriptions downloaden, den Link. Werde ich dir auch hier in den Description rein tun und ihr müsst ihn dann downloaden. Worauf ich halt ganz stolz bin in letzter Zeit ist, ich habe ein neues Bild. Ich bin der Werbung von hier Kind in der Riegel. Also in der Schokolade. Die neue in der Schokolade, die ist sehr gut. Solltet ihr euch kaufen. Ich bin schon ganz high drauf. Und ja, das bin ich. Ja, ich habe dafür auch sehr viel Geld bekommen für dieses Werbefoto und ja. Also, das war nur so nebenbei und jetzt zeige ich euch, wie man Microsoft Office ganz Palette bekommt. Hier ist es. Das ist halt das, was ihr euch gedownloadet. Ihr müsst es öffnen. Das heißt Windows Application Rights. Dann gibt es hier Word, Excel oder PowerPoint. Ihr könnt dann Word öffnen. Hier steht auch Microsoft Office. Hier könnt ihr natürlich was reinschreiben, ist natürlich ganz klar. Es ist halt eine super Funktion. Hier genauso Excel. Ja, man kann es auch löschen, bitte. Wer es will, wer es mag. Und PowerPoint ist halt die super Ausnahme hier. Viel mehr Funktion als bei Microsoft Office wirklich, weil das ist halt eine erweiterte Version kann man sich bisher erst durch hier downloaden, wird 2020 auch richtig rauskommen, aber das ist halt hier eine super Funktion. Zum Beispiel hier gibt es gerade einen Startbutton, der war die ganze Zeit schon da und wenn man den drückt, dann schließt sich das Ganze. Ja, also das war's eigentlich schon von meinem Tutorial. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet mich an oder so ein Scheiße. Ich bin jederzeit für euch da und bitte abonniert mich und bewertet mein Video gut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.